Der Anschlag auf die US-Soldaten am Frankfurter Airport war nach Angaben der Behörden die Tat eines radikalisierten Islamisten. Der 21-jährige Tatverdächtige Arit U. legte am Tag nach seiner Verhaftung ein Geständnis ab. Das hessische Innenministerium geht von der Tat eines Einzelnen aus. Noch ist aber unklar, ob der Attentäter möglicherweise Teil einer Terrorzelle war, die weitere Anschläge auf US-Einrichtungen planen könnte. Die tödlichen Schüsse fielen am Mittwoch gegen 15 Uhr. Der Bus stand vor dem Terminal 2 im öffentlichen Bereich des Flughafens. Zwei US-Soldaten wurden aus nächster Nähe erschossen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Der Täter wurde kurz darauf von Bundespolizisten festgenommen. Der US-Fernsehsender CNN veröffentlichte erste Hinweise auf dessen Identität. Es soll sich um den 21-jährigen Kosovo-Albaner Arit U. handeln. Ermittler prüfen auch ein möglicherweise dem Täter zuzurechnendes Facebook-Profil unter dem Namen Abu R. Das etwa ein halbes Jahr alte Profil zeigt Hinweise auf eine geistige Nähe zu islamistischen Hasspredigern. Auf der Pinnwand ist ein Dschihadistenlied verlinkt. Unter den Freunden finden sich zahlreiche radikale Islamisten, beispielsweise die Salafistenprediger Sven Lau und Pierre Vogel. Der mutmaßliche Attentäter Arit U. war auch den Behörden im Kosovo bislang nicht aufgefallen. Nachdem uns die deutschen Behörden den Namen des Verdächtigen genannt hatten, haben wir ihn überprüft. Aber diese Person steht nicht auf der Liste der Terrorverdächtigen der kosovarischen Polizei. Schon während der ersten Ermittlungen waren laut Informationen aus Sicherheitskreisen Hinweise aufgetaucht, die auf einen möglichen militanten religiösen Hintergrund der Tat deuteten. Zeugen zufolge soll der Schütze Allahu Akbar gerufen haben, die arabische Floskel für Gott ist groß. Dieser zwar auch im Alltag oft verwendete Ausdruck gilt bei den militanten Islamisten als Schlachtruf gegen die Ungläubigen.